Hallo Lieben, ich freue mich, euch jetzt bei meinem Livestream begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Claudia. Ich hoffe, ihr habt Lust, jetzt mit mir auf Entdeckungsreise zu gehen. Und zwar wollen wir uns heute, schaut mal, mit großen Meerestieren beschäftigen. Gleich zu Beginn zeige ich euch einmal ein Bild. Vielleicht erratet ihr ja, worum es heute geht. Schaut mal. Genau. Eine Qualle, und zwar ist das nicht irgendeine Qualle, das ist eine ganz besondere Qualle, die heißt gelbe Haarqualle. Schaut euch die mal genau an. Genau, hier seht ihr schon, diese gelbe Haarqualle, gell, die hat hier ganz lange Tentakel, daher hat sie auch ihren Namen, ja, weil die ganz gelb sind. Und hier, zeige ich euch einmal, das ist der Schirm der Qualle und mit dem bewegt sie sich auch fort. Also eigentlich treibt sie nur in der Strömung und dieser Schirm, der zieht sich immer so zusammen, ja, und dadurch kommt sie dann auch vom Fleck, ja, und bewegt sich ein bisschen. Sie hat kein Gehirn und kein Herz und gar keinen Knochen. Sie besteht eigentlich nur fast nur aus Wasser, kann man sagen, ja. Ich zeige euch jetzt einmal, die ist nämlich riesengroß, diese gelbe Haarqualle. Schaut ihr mal. Ich hoffe, ihr seht das. Bei dem Buch kann man das nämlich auch ausklappen. Schaut ihr mal, da sieht man die langen gelben Tentakel und diesen ganz großen Schirm, ja. Und dieses Dicke hier, was ihr da seht, das sind die Arme. Ja? Und auf diesen Tentakeln, da sitzen die Nesselzellen und mit denen betäubt die Qualle ihre Beute. Das heißt, sie schleudert da Nesselzellen wie kleine Giftpfeile und mit denen genau wird die Beute betäubt und dann gefressen. Da unter dem Schirm, da hat nämlich die Qualle einen Mund. Ja, und mit diesen Armen wird dann die Beute in den Mund hinein befördert. Was die Qualle frisst, wollt ihr bestimmt wissen, gell? Die Qualle frisst am liebsten andere Quallen, halt kleinere Quallen. Und dann frisst sie noch kleine Fische und Garnelen. Wir brauchen aber keine Angst haben, dass wir dieser Qualle begegnen, gell? Sondern die lebt nämlich im eiskalten arktischen Ozean. Und was ja das Tolle an dieser Qualle ist, schaut einmal, dieses kleine blaue Bild, seht ihr das? Das ist ein Mensch und das ist die Qualle im Vergleich. Das heißt, ihr seht schon einmal, ui, der Mensch ist so klein und die Qualle ist riesengroß. Dieser Schirm von der Qualle, streckt da mal eure Arme aus. Bei mir, wenn ich das mache, gell, das seht ihr gar nicht. Einfach die Arme mal ganz weit ausstrecken, soweit ihr könnt. Dann habt ihr so circa wahrscheinlich 130 cm. Ich habe ein bisschen mehr, gell. Aber der Schirm der Qualle kann bis zu 2 Meter groß werden. Also im Durchmesser, ja. Das ist schon einmal riesengroß, wenn ihr nur schaut, wie breit eure Arme sind, wenn die auseinandergehalten werden, gell. Und die Tentakel, die ich euch davor schon gezeigt habe, dieses Gelbe, gell, das kann bis zu 15 Meter lang werden. 15 Meter, das ist wirklich, wirklich viel. Also das ist, wie müsst ihr euch vorstellen, ein LKW, aber nicht nur der LKW, sondern auch noch ein Anhänger mindestens dazu. Ja, so lang sind diese gelben Tentakel. Wir schauen es uns noch einmal an auf dem tollen großen Bild. Und so schwebt die Haarqualle durchs Wasser, also durchs Meer, gell? So, recht alt wird diese Qualle nicht, die wird nur 12 Monate alt. Das ist jetzt nicht so besonders viel, gell? Was ich euch jetzt zeigen will, ist, wir basteln jetzt miteinander eine Qualle. Und zwar, schaut einmal, ich habe da schon vorbereitet, das ist meine gelbe Haarqualle. Ich habe eine freundliche Haarqualle gebastelt, schaut einmal, die lächelt sogar. Und hier habe ich auch noch ein
Oh, voll groß, schreibt jemand und Daumen hoch, freut mich. 15 Meter ist sich nicht ausgegangen, gell? Aber gelbe Tentakel und ein Hackwallenbaby, gell? Ein gelbes Hackwallenbaby. Meine Kinder waren sehr fleißig, schaut einmal. Die haben eine bunte Regenbogenqualle gebastelt, auch mit ganz bunten Tentakeln dazu. Und mein Sohn hat auch noch eine Qualle gebastelt, die muss ich auch herzeigen. Auch ganz bunt angemalt. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht und was wir brauchen. Und falls ihr das nicht daheim habt, gell, kein Problem. Ihr könnt euch dieses Video auch später anschauen auf YouTube. Oder einfach merken, es ist nicht so besonders schwer, gell. Und dann nachbasteln. Zuallererst, schaut einmal, brauchen wir einen Pappteller. Der kann theoretisch auch bunt sein. Meiner ist einfach nur, also auf der Seite, einfärbig und weiß. Hier ist er bunt. Dann brauchen wir, was brauchen wir noch? Eine Schere, die habt ihr bestimmt, gell? Einen Locher brauchen wir. Und ein paar Stifte. Ganz egal, gell? Kann Buntstifte, Filzstifte, kann alles sein, was ihr eben bei der Hand habt. Dann brauchen wir noch ein paar Wollreste. Ihr könnt einfach, wenn ihr ein Wollknäuel habt, die Mama hat vielleicht eines, gell, das einfärbig machen, die Tentakeln, oder ganz viele verschiedene Farben, das ist ganz egal, wie ihr das dann wollt. Und entweder ihr habt vielleicht Wackelaugen zu Hause, oder ich habe so ein paar noch so Augensticker, der kann das gerne verwenden, und sonst kann man einfach auch Augen aufmalen, gell. Gut, damit das dann so wird, wie ich euch das gezeigt habe, fangen wir mal an. Und nehmen den Pappteller, ja, und schneiden den da bei der Hälfte durch. Also wer mag, kann einfach einen geraden Schnitt machen. Oder man macht so ein bisschen einen Wellenschnitt, gell. Ich habe das einmal versucht, so gewellt, weil das halt auch ganz lustig ausschaut. Und der Schirm von der Qualle ist ja auch nicht ganz gerade. Das heißt, wir schneiden einmal, ja, den Pappteller durch. Wer einen bei der Hand hat, gell, der darf das gleich mit mir machen. Also ich versuche wieder Wellen zusammenzubringen. Mama oder Papa darf natürlich ein bisschen helfen, gell. So, gut. Ich habe schon einmal einen, ja. Als nächstes würde ich sagen, malt ihr zu Hause Augen drauf. Ich mache es mir einfach. Ich nehme ein Augenpickerl und picke mal ein Auge. Und ein zweites. So, also meine Qualle hat zumindest schon einmal Augen. Dann ein Mund wäre schon nett, gell? Wir haben zwar gehört, der Mund ist unter dem Schirm, den sieht man ja eigentlich nicht, aber wir machen trotzdem einen Mund. Das heißt, wer mag, ich werde einen blauen Mund malen mit einem blauen Filzstift. So, einen Mund. Ich habe wieder eine freundliche Qualle gemacht. Und jetzt, vielleicht hilft euch da die Mama oder der Papa, nehmen wir den Locher. Ach so, ja genau, das habe ich ja fast vergessen. Jetzt würde ja theoretisch das Anmalen kommen. Gell? Das heißt, wenn ihr wollt, dann dürft ihr natürlich jetzt die Qualle auch anmalen. So ganz bunt oder nur gelb. Gell? Ich lasse meine jetzt einmal so. Das heißt, ihr könnt das auch mit mir jetzt fertig basteln und nachher noch gestalten, wenn ihr wollt, gell? Beim Locher, ich nehme da immer diesen Teil runter, ich weiß ja nicht genau, wie euer Locher ausschaut, dann tut man sich leichter, gell? Dann sieht man circa, wo man die Löcher macht, und wir schauen jetzt, dass wir da am Rand, so wie da, seht ihr das? Genau. So ein paar Löcher hineinstanzen. Ihr dürft schauen, wie viele Tentakel ihr halt wollt, gell? So viele Löcher macht ihr dann da so rundherum. Ich habe schon eins gemacht. Ich mache einmal zwei. Und ein drittes. Und ein viertes. Wenn ihr natürlich ganz viele Tentakel wollt, so wie auf den Bildern von der gelben Haarqualle, dann könnt ihr die auch möglichst dicht machen. Ich habe jetzt einmal nicht ganz so viele Löcher gemacht, gell? So. Und jetzt, ich hoffe, ihr habt schon einen Wollfaden vielleicht bei der Hand. Ja. Ich fange mal mit einem gelben an.
einem gelben Tentakel. Ihr könnt die so lang machen, wie ihr wollt. Ich weiß nicht, 15 Meter wäre ein bisschen viel, gell? Also macht es vielleicht ein bisschen kürzer. Dann nehmt ihr den Faden und nehmt ihn so circa bei der Hälfte, ja, so wie den. Ja. Und ich mache es dann immer so, ich mache da so eine kleine Schlaufe, seht ihr das? Ja. Und fädel da einmal durch. Da kann euch vielleicht auch die Mama oder der Papa ein bisschen helfen, gell? Dass da jetzt vorne so eine große Schlaufe entsteht. Und dann kommen diese zwei Enden, die werden dann hier durchgezogen. Schaut mal, so. Und festgezogen. Und dann hat man quasi eigentlich schon zwei Tentakel hier so hängen, gell? Also so soll das dann ausschauen. Gut, ich probiere eine andere Farbe. Ich mache diesmal eine bunte Qualle mit bunten Tentakeln. Und ich habe hier noch blau, schaut mal. Und dann nehme ich wieder den Faden, circa bei der Hälfte. Es ist nicht so genau, gell? So, mache wieder eine Schlaufe. Ja. Und stecke das da durch, dieses Loch durch, dass das da vorne rauskommt. Genau. Schlaufe ein bisschen in die Länge ziehen, dann geht es leichter. Und die zwei Tentakeln da hinten dann so durchziehen. Und dann hängt das wieder runter. Wunderbar. So, jetzt haben wir schon vier Tentakel. Ich nehme mir noch Rot. Hat von euch schon wer eine Wolle und macht da gerade auch live mit? Dann machen wir es noch einmal gemeinsam, gell? Wir machen wieder eine kleine Schlaufe. Diesmal eine rote. Da haben wir das nächste Loch, gell? Da stecken wir die Wolle durch. So. Wunderbar. Wieder die Schlaufe ein bisschen größer ziehen. Und, da schreibt jemand, ja, das freut mich ja extrem. Seid ihr schon dabei? Ja, und habt ihr auch schon ein paar Tentakel geschafft? 1, 2, 3 habe ich schon. Also quasi eigentlich immer 2 von einer Farbe, also schon 6 Stück. Gut, fehlen nur mehr 3. Die machen wir jetzt auch noch. Vielleicht habt ihr ja mehr Löcher, gell? Dann könnt ihr natürlich auch nachher noch ein paar Tentakel machen. So, einmal durchstecken. Jetzt wissen wir es schon, gell? Ein bisschen groß ziehen. Und schwupp, perfekt, nochmal gelb, was haben wir noch, nochmal hellblau, so, einmal noch, auch noch einmal durchziehen, so, gut, und allerletztes schaffen wir jetzt auch noch. Ich nehme noch einmal Rot und dann ist nämlich meine Qualle schon fertig. Oh, cool, schreibt da jemand. Ich freue mich, wenn euch das gefällt. So, Qualle fertig. Wunderbar. Jetzt singen wir mit der Qualle ein Lied. Ja, also wenn ihr eure habt, auch wenn sie vielleicht noch nicht ganz fertig ist, macht das gar nichts. Wir singen jetzt 5 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Kennt ihr das? Ja. Und normalerweise ist es ja mit einem Hai, aber wir haben jetzt eine Qualle gebastelt, deswegen singen wir das quasi als Quallenlied. Ja. Ich singe es euch mal vor. Wer es kann, gell, kann natürlich gleich zu Hause mitsingen und mitswingen. Wir legen gleich los. 5 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt der Papa, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Quallen und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. 4 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt die Mama, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Quallen und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. 3 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt der Bruder, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Quallen und die fressen dich gleich. Blub, blub,
blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub, blub. Zwei kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt die Schwester, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Quallen und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. Ein kleines Fischchen, das mag nicht mehr. Nein, sagt das Baby, ich will nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Quallen und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. Sehr gut. Ich glaube, ihr kennt das Lied, gell? Das ist ein ganz ein bekanntes, lustiges. So, jetzt haben wir alles über Quallen gelernt und gehört, gell? Jetzt möchte ich euch noch ein zweites großes Tier zeigen in meinem wunderbaren Meeresbuch. Und zwar, ich lasse euch jetzt einmal raten, ich bin mir sicher, ihr wisst gleich, was das ist. Na, hat sich versteckt? Ja. Ui. Schon erraten, oder? Da reicht ein Blick auf die tollen, scharfen Riesenzähne von meinem zweiten Tier, das ich euch heute zeigen will. Und zwar ist das der Hai. Ja. Und der Hai ist ja ein großer Raubfisch. Der kann bis zu 6 Meter lang werden. Und der Hai, der verspeist alle möglichen anderen Meerestiere, zum Beispiel Seelöwen und Fische und Seehunde. Und dieses tolle Gebiss, oh, ein Wal, schreibt jemand. Nein, es ist doch ein Hai, schaut euch einmal das Gebiss an. Das ist nämlich ein ganz besonderes Gebiss. Dieser Hai hat ca. 300 ganz scharfe Zähne. Seht ihr das? Die sind so in Reihen angeordnet. Und immer wenn die Zähne schon abgenützt sind oder kaputt, dann fallen sie aus. Und von der nächsten Zahnreihe wandern die Zähne nach vorne. Ja, das nennt man dann Revolvergebiss. Das ist ganz, ganz toll. Ich zeige euch jetzt einmal, schaut einmal, diesen riesigen Hai. Da muss ich das Buch wieder langsam wandern lassen. Der ist so groß, schaut einmal. Da vorne seht ihr noch einmal, genau, die scharfen Zähne. Und dieser Hai, hier ist ein weißer Hai, seht ihr das? Der hat einen weißen Bauch, daher hat er auch diesen Namen, weißer Hai. Der hat einen ganz stromlinienförmigen Körper und kann ganz schnell schwimmen. Und besonders gut kann er riechen. Also er kann zum Beispiel Blutstropfen von Verletzten oder einfach von Tieren. Auf 5 Kilometer kann der das riechen. Ja. So, jetzt haben wir den Hai auch gesehen. Und zum Abschluss, gell, wir sind schon wieder beim Abschluss, probieren wir jetzt nochmal unser tolles Lied. Und zwar habe ich euch, eigentlich geht ja das Lied mit Hai und nicht mit Qualle, und ich habe euch einen Hai mitgebracht, schaut einmal. Mini klein, gell, gegen den ihr gerade am Bild gesehen habt, aber, schaut einmal, gell, Revolvergebiss, haben wir gehört, ganz scharfe Zähne, die immer wieder nachwachsen bzw. nachwandern nach vorne. Und ich würde sagen, jetzt können wir unser Lied, gell, wir probieren es nochmal. Wie heißt das Buch, schreibt jemand? Also ich finde das toll. Dieses Buch heißt Große Meerestiere zum Staunen. Ihr seht das, glaube ich, leider verkehrt. Kann das sein? Es heißt Große Meerestiere zum Staunen. Und aus diesem Buch gibt es 3 Bände. Mein Sohn ist ganz begeistert und hatte auch Große Tiere zum Staunen, gibt es auch. Und Dinosaurier gibt es auch noch. Ja? Also sehr empfehlenswert. Ich glaube, es sind 6 verschiedene Tiere hier drinnen. Also einfach einmal in der Bücherei schauen. Da gibt es das auch. Gut, wir singen jetzt unser Lied. Noch einmal, ich hoffe, ihr singt mit, ja? Also 5 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Gut? 5 kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt der Papa, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Haie und die fressen dich gleich.
Blub, 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 blub. Vier kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt die Mama, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Haie und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. Drei kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt der Bruder, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Haie und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. Zwei kleine Fische, die schwimmen im Meer. Nein, sagt die Schwester, ich mag nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Haie und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. Ein kleines Fischlein, das schwimmt im Meer. Nein, sagt das Baby, ich mag auch nicht mehr. Ich möchte viel lieber in meinen kleinen Teich, weil im Meer schwimmen Haie und die fressen dich gleich. Blub, 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 blub. Wunderbar. Ich glaube, ihr habt schon mitsingen können, gell? Wenn man es fünfmal singt, dann kann man es auf jeden Fall schon, den Text. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Tschüss, bis bald!